Hallo, liebe Arti-Fans. Heute, für die Leute, die mich jetzt beim letzten Video noch nicht kennen, ich bin der neue Schlagzeuger von Artifex, Fabi, mein Name. Und heute zeigen wir euch, wie wir unser Drum-Set mikrofoniert haben für die Aufnahmen eben. Grundsätzlich haben wir verwendet ein Drum-Kit, also ein Mikrofon-Kit von der Marke Biodynamics. Das ist halt rundum alles dabei, von Bassdrum-Mikro, so Clip-Mikros für Tom und Snare, dann Overhead-Mikros, das sind die hier da oben. Genau, dann haben wir noch so ein sexy Percussion-Mikro, das wo halt dafür da ist, dass es halt wirklich die feinen Schläge auf der Hi-Hat auch super gut und richtig knackig rüberbringt. Genau, dann haben wir zusätzlich zu den Clip-Mikros von Biodynamics auch noch ein für die Snare-Abnahme, weil es uns alles ein bisschen zu unrund war, noch zusätzlich noch ein SM57 von Shure noch mit hinzugeklemmt. Genau, und das mit dem Setup wollen wir für die neuen Songs eben die Drum-Aufnahmen machen. Hört sich auch bis jetzt ganz gut an. Genau, das wurde alles soweit verkabelt. Wir haben hier so eine Kabelpeitsche, nennt sich das. Diese Kabelpeitsche, da werden alle Mikros mit XLR-Kabel angeschlossen und diese Kabelpeitsche geht zu unserem Audio-Interface und PC und so, das frisst das alles für eben für unsere Aufnahmesoftware. Das wandelt das um. Genau, also hier kommt die Kabelpeitsche da hinten raus, geht alles in diesen Verteiler mit rein, wo die Audio-Interfaces mit angeschlossen sind und das wiederum prügelt das in unsere Aufnahmesoftware. Wir haben insgesamt für Schlagzeug 9 Kanäle, also für genau alle Mikros kommen da halt rein und das haben wir insgesamt 9 Mikros in Verwendung eben für Drumaufnahmen. Genau, und da werden wir jetzt demnächst auch starten mit die Aufnahmen. Bis dahin werdet ihr von uns hören. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis demnächst. Ciao.